Babel, ein letzter Blick zurück. Es war ein wahnsinnig tolles Spiel unserer Mannschaft. Das Einzige, was gefehlt hat, dass man diese Spiele früher entscheiden konnte. Was kann man konkret machen, im Training oder sonst, damit man diese Mentalität sich erarbeiten kann? Es ist nicht ganz so einfach. Nein, wir müssen wieder versuchen, eben in die Situationen zu kommen, uns wieder Torschancen zu kreieren und dann eben ja, mit ein Stück mehr Überzeugung vielleicht. Wobei, wie schon gesagt, es war ja auch ein sehr guter Torwart im Tor gestanden, der tolle Chancen vereitelt hat mit seinen Paraden, aber eben ja, mit einem Tick mehr Genauigkeit und einem Tick mehr Überzeugung, dann versuchen eben dann die Chancen auch eiskalt zu nutzen. Und ja, und daran arbeiten wir nicht nur am Spieltag, sondern eben auch unter der Woche. Und wir müssen uns, wichtig ist eben für mich, dass wir als Mannschaft eben funktionieren und dass wir vor allen Dingen, dass wir uns Torschancen erarbeiten. Und natürlich hofft man, dass jede Torschance, die sich bietet, eiskalt genutzt wird. Manchmal geht es etwas leichter, manchmal tut man sich schwerer. Woran es genau liegt, kann man dann hundertprozentig erklären, eben auch nicht. Es kommt darauf an, was hat der Spieler davor für einen großen Aufwand betreiben müssen. Ist er in dem Moment noch ruhig genug? Ist der Puls noch so, dass ich die Ruhe habe, um dann auch genau zu zielen? Oder bin ich so außer Atem, dass ich vielleicht nicht nur ein Tor sehe, sondern drei Tore und entscheide mich dann dadurch fürs Falsche? Also es ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir versuchen da weiter kontinuierlich dran zu bleiben, dass wir da effektiver werden. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir, wenn wir eben nur einschießen können, dass wir dann versuchen, eben hinten keins zu bekommen, dann hast du auch gewonnen. Wenn man an einem Spieler momentan nicht vorbeikommt, ist das momentan Jérôme Thiessen. Ein sensationelles Tor in der Manier eines Top-Stürmers, das er in St. Gallen erzielt hat. Was läuft da anders als vielleicht ein Jahr zuvor? Jérôme hat sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Er ist unglaublich fleißig im Training, er ist wissbegierig, er versucht die Dinge umzusetzen, die man von ihm verlangt. Und durch gute Spiele hat er sich jetzt natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen erarbeitet. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh, weil er eben nicht nur als rechter Verteidiger spielen kann. Er ist sehr flexibel einsetzbar. Er hat auch schon im Mittelfeld gespielt, hat jetzt eben linker Verteidiger gespielt, wo er hervorragend umgesetzt hat. Er weiß, dass er ein hohes Ansehen bei uns im Trainerteam hat, dass ein großes Vertrauen da entgegengebracht wird. Wichtig ist, dass er jetzt eben da dran bleibt, jetzt nicht meinen, ich habe jetzt schon was erreicht, sondern nee, bleib einfach jetzt dranbleiben, die Leistungen immer wieder bestätigen, weil es ja selber für einen eine große Genugtuung ist, wenn ich vom Platz gehen kann und sage, hey, ich habe alles abgeliefert, ich habe alles gegeben und ich glaube, dass ich der Mannschaft dadurch eben auch helfen konnte. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Mannschaften am Mittwoch war frappant. Was machen Sie konkret, dass unsere Mannschaft dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nimmt? Ja, genau, das ist der Punkt, dass wir jetzt nicht glauben müssen, dass es leicht von der Hand geht, weil wenn man sich das Spiel genau anschaut, die Jungs haben extrem hart gearbeitet. Deswegen kam St. Gallen nicht ins Spiel. Wir haben es geschafft, von Anfang an einen hohen Druck auszuüben, haben die Mannschaft oder die Gegenspieler permanent unter Druck gesetzt, haben sie zu Fehler gezwungen, haben dadurch uns Torschancen erarbeiten können, haben dadurch Tore machen können und dadurch haben wir ein Stück weit St. Gallen eben auch gebrochen, dass sie da auch kein Selbstvertrauen mehr dann an den Tag legen konnte. Aber das muss uns bewusst sein, dass das der Schlüssel zum Erfolg war und nicht, weil wir einen schwachen Gegner geschlagen haben, sondern weil wir eben auch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben und das wird wieder vonnöten sein, weil eins ist klar, die werden sich das nicht gefallen lassen, also die werden am Sonntag definitiv auf den Platz gehen und alles versuchen, um uns zu schlagen, um diese Scharte wegzumachen und da müssen wir dagegen halten, wir müssen wieder ähnlich aggressiv auf den Platz gehen, eine hohe Laufbereitschaft, vielleicht sogar noch einen Tick kompakter sein, noch enger zusammenstehen, weil wie schon gesagt, das ist kein Fallobst, das ist eine gute Mannschaft, wo wir es eben am Mittwoch geschafft haben, sie so unter Druck zu setzen, dass sie überhaupt nicht ins Spiel kamen. Augenfällig war, dass man erstens gestartet ist wie die Feuerwehr, zweitens hat man über beide Flügel temporeich Angriffe vorgetragen und ein hohes Pressing, zum Teil mit vier Spielern, die St. Gallen wirklich Mühe bereiteten. Hat man da einen ähnlichen Matchplan am Sonntag parat? Ja, natürlich versucht man sich wieder was zu überlegen.
Oder man lässt es gleich, muss man jetzt nochmal abwarten. Aber eins ist klar, natürlich ist mit Sicherheit St. Gallen besser vorbereitet wie jetzt wahrscheinlich am Mittwoch. Und das muss uns bewusst sein, dass sie sich mit Sicherheit auch da was überlegen, hey, wie können wir das Ganze umgehen, wie können wir sie trotzdem da aus dem, oder die, vielleicht die eine Reihe oder die zwei Reihen so aus dem Spiel nehmen. Also wir müssen damit rechnen, dass wir definitiv viel mehr Gegenwehr kommen werden, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit ein hoher Abnutzungskampf wird, wo es hin und her geht. Und dann müssen wir eben versuchen, trotz alledem cool zu bleiben, unsere Stärken auszuspielen und dementsprechend dann in den wichtigen Momenten dann eben auch die Tore machen. Augenfällig ist auch, dass die Qualität des Kaders in der Breite eigentlich immer größer wird. Michi Bascha, der ein sehr gutes Spiel gezeigt hat, aber auch die Jungen oder ein Hekuran Kreschu, das ist sicher auch ein Vorteil. Ja, das habe ich ja schon von Anfang an gesagt, dass wir definitiv breiter aufgestellt sind, dass wir wesentlich mehr Möglichkeiten haben zu variieren. Und jeder eben die Chance hat, eben da mitzuhelfen, dass der FC Luzern erfolgreich ist. Ob das von Anfang an ist oder dann eben, wenn er reinkommt. Ich erwarte da einfach das maximale Engagement, was er eben bringen kann und dadurch eben auch der Mannschaft helfen kann. Und im Training muss sich jeder eben aufs Neue beweisen. Es gibt keine Garantien, sondern jeder muss immer wieder versuchen, im Training sich so zu präsentieren, dass er eben auch die Berechtigung hat, eben von Anfang an zu spielen, oder dann eben erwarte ich dann eben auch von den Spielern, wenn sie nicht von Anfang an spielen, dass sie sehr professionell mit der Situation umgehen und dann eben in den Minuten, die sich dann noch geben, dann eben das Maximale für die Mannschaft eben raushauen, weil stinkig können sie dann auf mich sein, können auch zu mir ins Büro reinkommen, aber wenn es dann darum geht, dass es losgeht, dann erwarte ich von eben einfach auch eine hochprofessionelle Einstellung.